Und herzlich willkommen zu Folge 107. Ja, beim letzten Mal haben wir uns entschlossen, Lava aus der Hölle zu pumpen. Da gehen wir jetzt mal noch schauen, wie weit er jetzt mittlerweile ist. Ich glaube, 200.000 oder so hat er schon durchgepfiffen. Meine ich jetzt, war ich sicher, dass es 200.000 waren. Nicht 20.000, sondern 200.000. Ja, knapp die Hälfte hat er. Das füllt auch recht schnell auf, muss ich sagen. Also das ist ganz gut. Ist es ja ausgeglichen mit Energie und wir werden jetzt mal schnell mit Engines bauen, damit wir diese Stromversorgung die abkappen können. Damit wir vielleicht noch ein bisschen durchbrennen können oder sowas. Nebenbei. Warte mal, da kann jetzt mal hier. Er hat wieder so viel Unrat in den Händen. Das kann jetzt mal alles weg. Dann. Ne, der Stern hier rein. Und jetzt brauche ich dieses Invar. Da habe ich nämlich nichts mehr von. Es Invar im Invar. Da, Invar. Ne, da müssen wir diesen Blend, Invar Blend. Eisen und Ferros. Okay, haben wir irgendwo. Hier ist, glaube ich, noch alles drin. Eisen. Und Ferros. Na, machen wir gleich hier volle Kajüte. Das kann ich da hier nicht. Einfach so lassen, dann haben wir zumindest hier was. 3,6, das ist besser als nichts. Und wenn wir jetzt auch eine Runde brennen. Kokskohle haben wir noch. 1, 2, 2, 2, 2. Dann nehmen wir noch irgendwie ein Stack, weiß ich nicht, Eisen oder Gold. Was da noch so rumflattert oder vielleicht Kupfer. Was flattert denn noch so viel rum? Warte mal, Kupfer ist gerade hier noch drin. Nehmen wir mal eine Runde Eisen noch. Den schmießen wir die hier rein. Zack. Der wird sowieso nachher nicht mehr über Öfen laufen, das wird wirklich nur noch grundsätzlich hier drüber laufen. Sprich über irgendwie Energiemotoren oder sowas, wo ich dann halt brennen kann. So, das ist schon mal okay. Ich brauche nämlich Energie noch für irgendwie Eisen oder so. Wie kann ich denn Eisen herstellen? Eigentlich nur durch Yu-Yu-Meta am schnellsten. Dadurch kann man nämlich Enderperlen erstellen, wodurch ich dann diese Liquid Transposer und so machen kann. Wow, das sieht schon mal geil aus. Und ich muss ja hier noch weitermachen. Da bin ich ja auch noch am Tüfteln. Hier sind ja noch ein paar Gatter und so was. Einzeln ist ja noch drin, ne? Pulsierendes Gatter können wir schon mal auswählen. Das brauchen wir nämlich gleich. Beziehungsweise brauchen wir zum Rauspumpen wieder. Und da werde ich ja nicht mit diesen Redstone-Dingern arbeiten, sondern wirklich mit den pulsierenden Gattern. Also mal später zu kommen. Ich glaube, da brauchen wir noch einen Moment, bis wir das haben. So, Golden Backpack nehmen. Ich sage, schmeißen wir auch hier die Liquid-Dinger rein. Ja, zack. Die können wir reinschmeißen. Die können wir reinschmeißen. Ja. Was können wir denn noch verwenden? Ja, das muss jetzt eben brennen. Oh, warte mal. Da können wir schon anfangen. Eisen. So. Dann brauchen wir drei allein für jeweils die Pumpe. Dann können wir schon mal ein paar Zahnräder herstellen. Zack. So, drei. Zahnrädchen. Dann brauchen wir, glaube ich, noch Kolben. Dann brauchen wir. Glaube, Silber ist das, ne? Magma Engine. Magma Engine. Und wo ist sie? Ach, Zeiten hier wieder. Ja, dann muss ich doch hier noch ein paar Buchstaben eingeben. Magma Engine, da ist sie. Ist das Silber gewesen? Ja, das war Silber. Silber und Redstone. Silber, danke. Redstone habe ich ja erstmal noch ein bisschen hier. And the winner goes to me. Ich brauche nämlich noch da. Ja. Hol mir alles raus hier. Alles, was du kriegen kannst, wir müssen noch ein zumindest machen hier. So, einen haben wir schon mal. Schon mal zwei Dinger. Jetzt brauchen wir Holz. Also oben Holz, glaube ich. Hier an der Seite Stein. An der andersrum ist, glaube ich, besser. Hallo? Haben wir erstmal neun. Mehr habe ich gerade nicht. Jetzt brauchen wir noch ein paar von den Kolben. Machen wir, weiß ich nicht, 10 Stück. Zahnräder. Kolben. Die Dinger. Und oben jetzt hier. Dit. Zwei Stück. Jetzt habe ich mir überlegt, was machst du noch? Was mache ich noch? Was mache ich noch? Ja, mit Handlass könnte ich zum Beispiel noch so eine Redstone-Energiezelle machen. Werde ich auch noch. Dann brauche ich Diamanten, glaube ich. Dann brauche ich noch Gold.
Zur Not hole ich noch Eisen raus, ich weiß es nicht ganz genau. Denn dann hätten wir noch eine dritte und die können wir dann auch super verarbeiten hier. Redstone Energiezelle, da ist so Redstone Frame. Ah, das ist Elektrum, ich Idioto. Elektrum Boogie, yay. So, zwei. Ich könnte das übertreiben, da kann man auch schon fünf machen, oder? Ich weiß noch nicht, für was ich das alles brauchen werde. So. Das sind 12.000 Einheiten von Redstone. Das ist natürlich schon krass. Wir können jetzt natürlich noch einen machen, aber warum? Was wollte ich denn noch dafür gleich? Ja, diese Kolben, da müssen wir Elektron. Genau. Da brauchen wir auch 5 Stück von. Da brauchen wir Elektron sowieso allgemein. Da brauchen wir Redstone allgemein. Da können wir hier diesen Magma Crucible. Wo ist er denn da? Magma Crucible. Dankeschön. Diamanten können weg. Silber kann weg. Liquid Transposer brauche ich ein. Die werden nämlich jetzt hier schön drangehangen. Kommt erstmal der Magma Crucible. Ah, der kommt hier hin. Dankeschön. Genau. Der füllt jetzt auf Energie. Der kommt jetzt hier daneben, der Liquid Transposer. Der bekommt blau, genau. Und sonst keinen anderen Ausgang. Hier blau. Und den Rest lassen wir so. Die Energiezelle hier rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen Energie hier drauf. Die würde ich jetzt sogar ganz sagen. Schmeißt du einfach mal raus. Ihr nervt gerade, ihr Kisten. Oh, wo ist denn G-Taste da? Zack. Und. Komm schon. Dein. Was ist jetzt eigentlich den Adblock hingekloppt hier? Hast du den mir gegeben? Ne, jetzt hat er den irgendwo hingekloppt. Ich weiß aber nicht wo. Naja. Machen wir das jetzt so umständlich hier. So, du bist aufgefüllt. Jetzt brauchst du Redstone. Ah, nehmen wir hier ein paar. Oh. Das war zu viel. Ein paar Sticks. Dann füll du mal auf. Warte, man verbraucht jetzt Energie. Nein, die bleibt stehen. Das ist super. Dann klappt das mal hier weg. Wie viel kriegst du denn? Das würde mich interessieren pro Schwung. 100. Und 4000 brauche ich, glaube ich, pro Ding, ne? 4000, jupp. Gut, dann sollen die schon mal arbeiten. Ich werde das hier reinwerfen alles. Zack, 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 zack. Komm, mach hier. Mach hier fertig. Ich habe keine Zeit. Dann läuft das. Dann lasse ich die nämlich alle separat laufen. Dann kommt eine Energiezelle unten dran, damit ich ihr ein bisschen Gatter bauen kann. Aber mehr auch nicht. Weil der Tank müsste bald voll sein, ne? Oh, der ist schon voll. Ach, du grüne Neune. Dann hier. Komm, mach mal eben ein paar Zellen hier voll. Der geht ja gar nicht. Dann mach ich mal die Zellen voll. Das geht doch wirklich nicht. Da müssen wir... Ja, machen wir die Zellen jetzt voll. Können wir später wieder irgendwo verwenden. So. Mach hier gleich alle voll. Warte mal, kann ich nicht so draufklicken und... Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? So wollte ich doch. Füll mal auf. Der ist so schnell am Auffüllen, das ist unglaublich. Da könnte ich fast schon einen zweiten Tank bauen. Das wäre auch gar nicht, dass wir den auch noch mit auffüllen. Hätten wir einen Reservetank. Wenn der leer ist, soll der einschalten. Füllen wir erstmal mit auf. Habe ich die Dinger hier drinne? Jo. Das ist wirklich nicht eine schlechte Option. Ich hätte dann zwei Speicher. Ich könnte dann noch einen Riesenspeicher irgendwo aufbauen. Dann füll du den mal mit auf. Dankeschön. Ist doch klüger, ist eine Option. Wenn der leer ist, dann nimm den. Und wenn der leer ist, dann wird der wohl voll sein wieder. Hoffe ich mal. So, ja, jetzt haben wir ein paar übrig. Das lassen wir jetzt mal so. Das ist doch geil. Der ist auch fast hier voll. Ja, der ist ja über die Hälfte, aber der kann jetzt erstmal schön aufgefüllt werden.
Deswegen brauche ich die Redstone-Zellen, damit zumindest Lava wegkommt. Lava, Energie, ich brauche Energie. Wie viel hast du noch? Ja, du bist bestimmt leer, ja. So. Dankeschön, zwei hast du schon mal. Die tue ich gerade mal hier rein. Dann brauche ich, gehe ich jetzt zum Gatter. Wie komme ich denn jetzt an Energie? Warte, was hast du denn? Ne, du hast nichts mehr drin, ne? Nein. Dann nimm das. Füll auf. Füll auf, füll auf, füll auf. Das läuft, das ist so geil. Muss ich das jetzt auf umständliche Wege machen, ne? Hier mit Waterproof Pipes. Ist aber auch nicht so weit tragisch. Habe ich denn jetzt gerade plötzlich, wo ich mein Holz reinkloppen kann hier? Inver verbraucht natürlich wieder zwei Plätze, ich weiß auch nicht warum. Dit so vielleicht, die brauche ich jetzt gleich. Ich bräuchte noch ein paar Liquid Pipes. Kupfer. Da wollen noch welche von. Ah, 40 Stück. Einfach nur, weil ich sie brauche. Dann hölzerne Transportpipes, nein. Ich brauche Waterproof Pipes. Da brauchen wir einen davon und dann brauchen wir hier Waterproof Pipes allgemein. Da werde ich wohl keine Dichtungsstoff mehr haben. Doch, doch, hier haben wir noch was. Dann brauchen wir noch zwei davon. Nur, glaube ich, hier nur so eine. Weiß ich noch einen Hebel? Vielleicht finde ich noch einen Hebel oder sowas. Kolben in der Mitte, dit. Und jetzt habe ich kein Holz. Ach, okay. Ich brauche noch drei Holz. Da haben wir Holz. 1, 2, 3. Treppen kann ich für gleich unten gebrauchen. Was brauche ich noch? Ein Hebel oder sowas. Ein Stick habe ich hier. Ein Sticky Resin. So, ein Stick. Dann habe ich einen Hebel. Jetzt habe ich kein Glas dabei. Das ist natürlich auch typisch. Das kann hier weg. Das kann jetzt mal weg hier. Das kann weg. Oh, Glas. Ein Glas. Und dann machen wir so noch so eine Redstone-Pumpe hin. Zwei Zahnräder links, rechts, das passt. Dankeschön. So. Jetzt brauchen wir einen noch davon. Die restlichen füllen wir jetzt so auf. Dann haben wir dit. Dann kann das nämlich laufen. Aber bevor das läuft, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und zwar. Moment, Moment, Moment. Erst wenn ich unten bin, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und zwar würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash oder P und tschüssen.